Let's go, wir gucken rein und zwar bei Wolfgang DiBiase. Er hat ein Video hochgeladen vor 21 Stunden. Seven vs. Wild. Biologe warnt Fritz Meinecke vom Fischessen. Okay, was ist da los? Ich darf keinen Fisch essen. Oder doch? Oder eine bestimmte Arten? Wir gucken rein. Wenn du Fisch essen willst, beachte, was ich dir jetzt sage. Okay. Sonst könntest du sterben. Okay, dann hören wir mal zu, was der Wolfgang jetzt zu sagen hat. War es Wolfgang? Ich hab's schon vergessen. Ja, es war Wolfgang. Let's go. Wir müssen erstmal kurz checken, was ist denn im Hintergrund? Physik, digitale Fotografie, Lenninger Biochemie, spezielle Zoologie. Aha, Follow me. Ja. Und das gilt nicht nur für den Fritz. Seven vs. Wild Staffel 2, so fange und esse ich Raubfische in den Tropen, Fritz Meinecke. Na, das schauen wir uns doch gleich mal an. Mega, Alter. Oh, jetzt ist ja hier so ein Überreaction-Ding. Ach so, okay, er macht jetzt eine Reaction auf meine Reaction oder was? Das wäre ein Spot. Hier schönes türkis Ja. Wasser, kann man ein bisschen Ja, klar. langschnorcheln, hier so Felsen. Ja, das wäre schon ein cooler Ort. Vielleicht nicht direkt über dem Sand, weil im Sand könnte es Sandflöhe geben und auf Sandflöhe hätte ich jetzt gar keinen Bock. Das Ach, die sind entspannt. sind Viecher, die fressen sich so in deine Haut Ja, rein. ist wahrscheinlich nicht Okay. ganz so ein Survival-Video, aber wir müssen trotzdem. Vielleicht gibt es irgendeine Kleinigkeit, die wir irgendwo lernen können. Ah, sicher gibt es irgendwas, was wir jetzt lernen können. Hier schön Schleppangeln oder wie man das nennt, ne? Das ist interessant, dass er so diese Bewegung macht mit der Angel. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Ich selber bin aber kein Angler. Aber Ja, das kann man machen, so einen kleinen Zucker. ja, also ich habe was gelernt jetzt durch Super. dieses Video. Ich bin jetzt schlauer. Warte mal, ist das jetzt hier alles nur eine Reaction? Ich will mir ja nicht die Reaction, das kennen wir ja alles noch schon. Wir gucken hier rein. Eine Vergiftung hervorgerufen wird. Und zwar durch eine sogenannte ziguatoxische Vergiftung. Eine ziguatoxische Vergiftung entsteht, wenn wir ein Toxin mit dem Namen Ziguatoxin aufnehmen. Dieses Toxin wird von einem Mikroorganismus produziert, der den Namen Gambier Discus Toxicus trägt. Und dieser Mikroorganismus kann sich unter bestimmten Umständen stark im Wasser vermehren. Dann wird er von irgendwelchen Fischen gefressen. Und diese Fische werden von anderen Fischen gefressen. Und diese anderen Fische werden von Barracudas gefressen. Und auf diese Weise kann sich dieses Ziguatoxin in der Nahrungskette anreichern. Ja, aber das wird ja weggegrillt. Du musst nur heiß genug grillen, dann ist das weg. Jetzt ist nicht nur der Mikroorganismus giftig, sondern auch der Fisch, der den Mikroorganismus gefressen hat, wird giftig. Und auch der Barracuda, der den Fisch gefressen hat, der den Fisch gefressen hat, der den Mikroorganismus gefressen hat, wird ebenfalls Wenn giftig. ich jetzt den Barracuda esse, werde ich dann auch giftig? Und wenn mich dann das Krokodil frisst, ist dann das Krokodil auch vergiftet? Also auf diese Weise kann ein ungiftiger Fisch, der genießbar ist, giftig werden. Und dieses Ziguatoxin ist ein verdammt wirksames Toxin. Wenn du diese Menge an Ziguatoxin hast, dann kannst du damit ungefähr 100 Menschen töten. Übrigens ist Ziguatoxin nicht das einzige Toxin, das sich durch Algenblüten oder durch die extreme Vermehrung von Mikroorganismen im Wasser anreichern kann, beziehungsweise in der Nahrungskette anreichern kann. Es gibt da noch andere, wie zum Beispiel Brevetoxin, Saxitoxin, die sind vor allem in Muscheln zu finden. Also auch bitte, wenn ihr Muscheln esst. Ich weiß jetzt nicht, aus welchen Leuten dein Team, Fritz, zusammengestellt ist, aber wenn du dieses Video siehst, benachrichtige bitte dein Team und die sollen sich auch da informieren, ob es nicht vielleicht zu der Jahreszeit, wo ihr dort seid, eine solche Vermehrung dieser Mikroorganismen im Meer gibt. Weil dann könnt ihr keine Fische essen. Und wenn saxitoxische Mikroorganismen sich vermehren, dann könnt ihr auch keine Muscheln essen. Dann Das muss nur alles gut durchgegrillt werden, oder was sagt ihr? Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Seit tausenden von Jahren essen Menschen Fisch, aber jetzt ist es giftig. Ja, ich weiß keine Ahnung. Einfach schön 120 Grad. Sollte man eigentlich gar nichts essen, was aus dieser Gegend aus dem Wasser kommt. So, hier sehen wir jetzt zum Beispiel eine Weltkarte, ja, mit den Orten markiert, wo Ciguatera häufig auftritt. Also das Team von Fritz, wenn ihr nicht schon Plan habt, schaut euch diese Karte an. Alle Ja gut, wir sind ja hier ungefähr Höhe Nepal, sage ich mal, ne, Himalaya. Hier sind ja keine roten Punkte. So, von daher sind wir da safe, was das angeht.
Links dafür sind in meiner Videobeschreibung. Ja, und hier wäre noch eine weitere Karte. Ja, und da ist jetzt nicht nur Ziguatera drauf, sondern auch diese paralytische Muschelvergiftung, die ich... Guck mal wieder hier oben. Ne, da ist nichts. ...vorhin erwähnt habe. So, hier nächste Publikation. Hier hat es zum Beispiel einen Outbreak der paralytischen Muschelvergiftung gegeben. Also auch das sind Toxine, die von Mikroorganismen produziert werden und... Ich hab doch keine Ahnung. Das klingt schon wieder so, als kann man nichts mehr essen. So, dann... Als das nächste ist dann die Kokosnuss, ist dann auch, die ist auch toxisch, weil der Barracuda scheißt das Gift ins Meer. Das Meer geht durchs Gewebe durch und die Kokosnuss zieht sich das Wasser rein in die Pflanze oben und die Kokosnuss ist giftig. So ein Ding ist das. Sich dann in der Nahrungskette sozusagen anreichern können. Und dieser Outbreak fand zwischen August und Oktober 1991 statt. Das gut, 1991, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Über 30 Jahre, aber es ist wahrscheinlich immer noch aktiv, das Zeug, ne? Das ist jetzt zwar sehr lange her, ja. Aber das kann auch heute noch passieren. Und durch diese ganze Klimawandelgeschichte und so weiter ist das noch viel unberechenbarer geworden. Ja, also man muss beim Konsum mit Meeresfrüchten aufpassen. Wie merkst du jetzt, ob du so eine Ziguatoxische Vergiftung hast? Nun, es ergeben sich natürlich Vergiftungssymptome. Ganz typische Symptome einer Ziguatoxischen Vergiftung sind ein metallischer Geschmack oder ein Prickeln auf der Zunge und an den Lippen. Manchmal wird einem auch schlecht. Oder man bekommt Durchfall. Ja. Und ganz charakteristisch für eine Ziguatoxische Vergiftung ist eine Missempfindung in Bezug auf die Temperatur. Da kann es zum Beispiel sein, dass du kaltes Wasser plötzlich als extrem heiß empfindest. Und das ist dann auch ziemlich schmerzhaft. Ja gut, dann merken wir uns einfach die Symptome, oder? Wir merken uns die Symptome, um einschätzen zu können, gut, vielleicht sind wir vergiftet oder nicht. Es kann aber auch. Es kann ja jetzt nicht sein, dass wir quasi deswegen jetzt keinen Fisch und nichts mehr essen. Da können wir ja gar nichts mehr essen. Wisst ihr, was ich meine? Umgekehrt sein, dass du warmes Wasser als extrem kalt empfindest. Du fängst an zu schwitzen. In schlimmen Fällen können die Herzfrequenz und der Blutdruck gefährlich tief sinken. Es kann zu Atembeschwerden kommen bis hin zum Koma und im schlimmsten Fall endet eine Ziguatoxische Vergiftung tödlich. Pass auf, wenn du Fisch essen willst. Und das gilt nicht nur für den Fritz, das gilt für alle anderen Menschen. Das gilt ja aber auch für alle anderen Menschen, die irgendwo aus einem Meer einen Fisch essen. Also eigentlich hat das mit Seven Worlds Wide jetzt nichts zu tun, sondern generell für alle Menschen auf diesem Planeten, die Fisch essen. Oder? Habe ich das falsch verstanden? Solche Vergiftungen beschränken sich nicht nur auf die Tropen. Auch in unseren Breitengraden kann so etwas passieren. Manche dieser Gifte sind so stark, dass du noch nicht mal ins Wasser gehen musst, um dir eine Vergiftung zuzuziehen. Es reicht bereits, wenn du nur daneben stehst und atmest. Okay, also das heißt, ihr müsst darauf achten, generell, wenn ihr jetzt in der Nähe von Wasser steht, generell, Freibad glaube ich nicht, aber wenn ihr an eurem Badesee seid, kann auch hier passieren, nicht atmen, es könnte, ja, Chat, sag nicht, habe euch nicht gewarnt, kein Fisch essen, nicht mehr ins Wasser gehen und vor allem auch nicht neben dem Wasser stehen und dabei noch atmen. Was meinst du, was meint ihr, warum ich hier bin, in meinem entspannten Streaming-Raum? Hier ist alles sicher. Wenn du wissen willst, was du dagegen tun kannst und wie du einer solchen Vergiftung entgehen kannst, schau dir gerne das Video an. Kann ich euch noch kurz sagen, zusammenfassend, was macht er? Haben wir gerade eigentlich schon zusammengefasst. Ihr geht nicht mehr baden, ihr geht nicht mehr an den See. Wegen Regen müsst ihr auch aufpassen, weil Regen ist auch so ein bisschen so ein Wasserding. Auf keinen Fall dort atmen in dem Bereich. Kein Fisch mehr essen, auch keine Fischstäbchen, ist wichtig. Keine Fischnuggets, kein Fischburger, Fish and Chips und vor allem keine Gummitierchen in Fischform. Einfach drinbleiben. Einfach drinbleiben, schön vorm PC hocken, Streams gucken. Fischstäbchen gehen, okay, weil die sind aus Hühnchen. Ach so. Gut, der Chat ist natürlich da wieder besser informiert als ich, das wusste ich nicht tatsächlich. Nee, Fischburger geht auch nicht. Ja, Luft anhalten und ja nicht reden. Ja. So ein Leitungswasser kann gefährlich sein. Nicht mehr duschen, Chat. Und auch nicht baden. Keine Hände mehr waschen. Keine Klospülung mehr betätigen. Ihr müsst da wirklich aufpassen. Na toll, ich habe einen Fisch im Ofen, lieber wegschmeißen. Auf jeden Fall. Das Ding würde ich aber so in die Tonne feuern. Däumchen nach oben. Schaut gerne bei Wolfgang vorbei. Für weitere Videos rund ums Thema Biologie.